Und damit Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft To Götter. Noch kurz den Brand löschen von gerade eben. Ja, eine neue Folge Together beginnt mit einem Enchant. Und zwar auf einer Axt. Wir probieren es mal wieder. Wir lassen nicht locker. Kein Silk Touch, bitte. Kein Silk Touch. Kein Silk Touch. Ich will einfach nur Efficiency 4, Unbreaking 3. Und du gibst mir das verdammt nochmal beim siebten Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalerweise heißt es immer in jedem siebten Ei. Diesmal werde ich bei jedem siebten Versuch. Ich habe Angst. Jawohl, fast. Efficiency 3 nur. Aber besser als Silk Touch. Auch wenn wir hier jeweils Efficiency 4 hätten. Naja, macht nix. Aber irgendwie ist nur ein TNT in die Luft gegangen. Ah, jetzt ist das zweite in die Luft gegangen. Pass auf, das Ganze geht zeitverzögert. Geh da raus, geh da raus! Geh raus! Weißt du, was das lustig ist? Das habe ich gerade alles aufgenommen. Und Aufnahme läuft. Okay. Warte, eins, zwei. 3, 4, verdammt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Nullen, kann das sein? Warte mal, wenn ich jetzt Money eingib. Money? Ah, das zeigt's gar nicht mehr an. Bei mir... Nee, nee, also ich meine, der zeigt weniger Nullen an, als das eigentlich sind. Er zeigt bloß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er zeigt, glaube ich, 12 oder so, 13 oder genau an. Aber, also, hinzugefügt hast du viel mehr. So, und nach diesem kleinen kurzen Zwischenclip hier. Werde ich euch wieder was zeigen, aber erst muss ich hier nochmal meine beiden Gefangenen hier filmen. Ah, komm, isst das Fleisch. Die waren so nett und haben mich hier in mein Haus begleitet. Dann sind sie hier runtergesprungen und ich habe einen Erdblock hingemacht und jetzt stehen sie da drin. Und ich glaube, draußen habe ich auch gerade noch irgendjemanden gesehen. Wieder heiß begehrt hier heute. Ah, Nachbarschaft. Die werden doch hier wohl nicht einbrechen wollen irgendwo. Wollen sie nicht. Ja, aber wir schauen noch mal zu unseren beiden Gefangenen runter. Schauen wir mal. Ob sie noch da sind. Ja, sie sind noch da. Ist was da? Hocken wir uns mal kurz zu den beiden dazu. Servus, grüß euch, habitere. So, jetzt muss ich mich da durchgraben, oder wie? Nee. Keine Chance für euch beiden hier rauszukommen. Wisst ihr, was richtig mies wäre? Schauen wir mal, ob ich da irgendwo um zwei irgendwo was habe. Lol, wie sind der gerade da eben durchgekommen? Achso, ich glaube, der ist einmal auseinandergegangen. Was hat er? Boden darf ich mal den Gefangenen sehen. Wenn du ihnen Gesellschaft leisten willst, ja. Dann darf er es gerne. ja, nee. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meiner aktuellen Baustelle. Die kann ich euch auch mal eben kurz zeigen. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich es fertig baue und dann euch das nur zeige, aber
Jetzt gerade nicht. Ich hab's mir doch anders überlegt. Ja, ich hab nebenbei mal hier kurz die zweite Etage angefangen. Und auch schon wieder ziemlich weit hier. Muss ich noch ein bisschen Eis holen. Deswegen bin ich aber eigentlich nach oben. Und dann das Ganze noch verkabeln. Haben wir gerade schon viel Dispenser gemacht und so. Und dann kann es losgehen mit der nun größeren Carbonform. Genau. Also wir sehen uns gleich wieder. So. Und die ist einfach schrecklich. Die beiden sind immer noch da. Es sind locker schon 15 Minuten vergangen oder so. Ich habe mittlerweile meine Späße mit denen gemacht. Mittlerweile hat sich sogar Tod, ein altbetagter Doktor, ich sag's diesmal richtig, für 50 Demonions von mir abgekauft. Oh, wie geil. Jetzt muss ich ihn nur noch rauslassen. Wie machen wir denn das am blödsten? Ich würde mal sagen, wir bauen uns hier kurz eine Leiter. Momentan ist der Server derb verbuggt, also es ist echt übel. So. Dann setze ich euch hier beiden einmal eine Leiter hin. Ob jetzt beide rauskommen, ist mir wurscht. Hier ist er zu. Hier machen wir auf. Dann holen wir den auch noch raus. Will er jetzt nicht mehr? Jetzt will er nicht mehr. Wo ist ein Pen? Wo ist denn Pen? Ah, da. Ich meine natürlich tot. Hier rüber bitte, hier rüber bitte, hier rüber bitte. Dein Sklave. So. Es werden immer mehr Leute. Folge mal dem Fleisch. Das war's. Ist er immer noch unten? Hey, er ist ja draußen. Finally. Für 50 Timoleons vom Tod und dann auch nochmal 25 von ihm. Er hat sich auch nochmal freikaufen wollen. So, rauskommen könnt ihr euch selber eigentlich rausbacken. Ist mir eigentlich dann egal. Und ich habe so das Gefühl, dass ihr euch da unten home gesetzt habt. Das heißt, ich werde da wohl oder übel noch ein bisschen das Zauntor haben. Damit da sich keiner durchbackt oder durchgeht. Also da kommt ihr nicht rundrum. Ich glaube auch eher, dass ich ja irgendwie, keine Ahnung, das Ganze vielleicht sogar mit einer Piste mache. Sprich einfach mal so. Na gut, das bringt nichts. Dann eben. So. Ups, ja, so jetzt. Dann machen wir das Ganze einfach mal C Private, Protect mit den Hebeln nochmal extra. So. Sklave, komm mit. Übelster Menschenhandel hier. Hier sollte mir zugehen, ey, der Server ist es. Gut, er ist ziemlich voll. Verstehe ich das auch. Aber ja. Ja, die Farm ist soweit fertig. Wo ist er denn? Da oben ist er.
Ich habe sie soweit jetzt fertig gebaut. Hier mal wieder durchgehen. Ist du wieder zu? Die müssen auf jeden Fall zugehen. Soll zugehen. Verpackt wie noch was. Ja, wir gehen hier runter. Und dann schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Einmal hier runter, hier runter, hier runter. Rüber. Ich habe es gerade eben geerntet. Zumindest unten oben hatte ich noch nichts. Bloß mal geschaut, ob das Wasser ging. Es hat ewig gedauert, bis das Wasser herkam. Es war so derbe verpackt und verleckt. Da habe ich das jetzt erstmal so gelassen. Aber es funktioniert. Und ja, somit steht das Teil. Dann können wir uns wieder an anderen Dingen zuwenden, falls mal der Server hier mal ein bisschen schneller gehen würde. Ey, Wahnsinn. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Das wird echt immer besser. Jetzt hat er einen, ja, eine kleine Höhle bekommen für sich. Vorsicht, er beißt. Seht ihr? Er ist gleich aggressiv. Den darf man nicht zu nah rangehen oder nicht füttern. er tut mir schon fast ein bisschen leid. Aber immerhin, er hat ein Licht. Also so schlecht kann es ihm nicht gehen. Was glaubst du mich? Nicht wegteleportieren, das wäre langweilig. Ich glaube, wir schauen mal kurz in Teamspeak rein. Vielleicht haben wir da ein paar Leute, die da gerade so mit dabei sind. Verbinden. Pin. Ah, verdammt, da komme ich nicht rein. Hallo. Das ist auf jeden Fall die falsche Lobby. Wir schauen mal bei Utopie. Hallo? Wir haben... ja, ich habe meinen Sklaven gerade verkauft, wie du vielleicht mitbekommen hast. Doch, 50 Tumulans hat mir der Tod dafür gezahlt. Für Altmetall. Ja, ich musste ihn dann auch irgendwie loswerden, er war schon ein bisschen Gammelware und so, weißt schon. Ey, der hat sich einfach bei mir im Haus rumgeschnurkt und dann habe ich gesagt, ja komm mit durch die Falltür und unten habe ich einen Block hingesetzt, dann war er drin gefangen. Ich glaube sogar noch einer, ja genau, noch einer war drin. Irgendwas mit Xoi oder so, aber den wollte er nicht abkaufen. Ja, keine Ahnung, die ungelogen, die standen ungefähr 15 Minuten da drin. Ungelogen. Es war einfach genial. Ich will weiter unten an der Baumform oder so weiter gearbeitet und dann komme ich wieder hoch, stehen immer noch da. Echt genial. Ja, natürlich. Es muss dann schon sein. Genau. Sklavenhandel, heute 50% billiger. Was im Chat? Wo ist das Klo? Ist das genial.
So, und da sind wir wieder. Und ja, es sind einige Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Ich glaube, 4? Ja, 4 Tage kommt hin, seitdem ich jetzt quasi sozusagen an dieser Folge hier arbeite. Aber ich arbeite, ja. Und zwar habe ich hier eine, jo, nennen wir es mal ein Chaos angerichtet. ja, ich habe hier mal alles soweit aufgebrochen. Sieht jetzt sehr schön aus, meine Landschaft. Der Tisch ist auch nicht mehr ganz so funktionstüchtig, wie er vielleicht sein sollte. Und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr so sein. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, nämlich hier den Raum nochmal quasi zu vergrößern. Ich möchte ihn quasi von hier aus 10 Blöcke, von hier aus dann auch nochmal 10 Blöcke und dann eben 2 in der Mitte als Gang. Und hier möchte ich dann nochmal eben einen fetten Storage Room sozusagen einbauen. Da, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, aber vermutlich dann in 1.4 mit diesen, sag schon, mit diesen Bildern, wo du quasi die Items reintun kannst. Item Frames, glaube ich, heißen die. Und ja, ich habe jetzt das hier schon mal ein bisschen was mitgenommen. Bisschen Cobblestone, denn wir müssen jetzt halt alles wieder mit Sandstein auffüllen. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. aber ich denke, das geht vielleicht von oben sogar besser. Das heißt, wir schauen mal kurz hoch. Boden und die Wände muss ich dann natürlich auch noch machen. Einmal wieder aufmachen. Wunderbar. Mach mal wieder zu. Sicher ist sicher. So, wieder auf. Und dann wieder hier durch und geradeaus durchsprinten. So, und von hier oben geht's auf jeden Fall leichter. Genau, ich mache das hier und schaue, dass ich hier oben wieder alles so weit hinbekomme, dass wieder alles schön ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Das glaube ich war jetzt am Anfang ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, es geht trotzdem. Wir werden eine neue Schaufel enchanten. Und zwar mit Level 30, wie immer, beim Schlag mich tot, sechsten Versuch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was für ein geiler Scheiß. Da ist ja sogar die Schaufel noch nicht. Ach Gott. Jetzt muss ich das auch noch umtauschen hier. Unbreaking 3 ganz rüber. Hier ist wenigstens sogar noch die Efficiency, ist ja nur sogar noch besser. Ah, na gut. 30 Level für den Arsch. Egal. So, und wieder back in time. Ja, ich war gerade fleißig beim Brauen. Ich habe mal meine Speed Potion Kiste wieder voll gemacht. Dann noch ein paar extra lustige Weakness, Kacke und so Poison mal ein bisschen ausprobiert. Und noch ein paar Strange Potion gemacht. Ja, man weiß ja nie. Genau, ja, hier. Wenn diese Tür mal aufgehen will und nicht verbacken würde, seht ihr, dass ich den Raum soweit fertig habe. Ich habe das Glowstone oder den Glowstone jetzt nicht quasi auf die andere Seite kopiert, weil ich werde den ohnehin rausreißen, denn ich möchte lieber so eine quasi, wenn man reinkommt, dass es vielleicht sogar mit dem Knopf zusammenhängt, so ein Licht quasi, das zuerst flackert und dann quasi angeht, also mit Redstone-Lampen quasi. Mal schauen, wie ich das lösen werde. Ja, ich hoffe, ich kann es lösen. Das werde ich dann wahrscheinlich jetzt demnächst noch machen. Dann schauen wir noch kurz, wie es von oben jetzt ausschaut. Ich habe den Tisch geändert, wie ich schon gesagt habe. So sieht jetzt alles wieder ganz normal aus, nur ich habe jetzt hier erstens noch Schildern getan und den Tisch jetzt quasi auf Zäune gepackt. Mit Pistons ist es nicht möglich, dass die ausgefahren sind, weil direkt darunter schon der Sandstein ist und dann habe ich keinen Platz für sowas. Genau. Hier hat sich sonst eigentlich nichts verändert. War jetzt gerade ziemlich viel im Chat los. ja, drück mal Alt plus F4. Ist immer lustig. ja, hier habe ich jetzt noch ein bisschen was geändert. Hier einfach nur eine Sticky Piste reingebaut. Mit ja, Druckplatte. Und sieht schöner aus und finde ich passt auch ganz gut hier rein. Ja, ansonsten sehen wir uns, wenn ich da drin wieder ein bisschen was getan habe. Bis gleich. Okay, ja, kleines Problem ist mir gerade aufgefallen, eingefallen wie immer. Ich habe hier schon vorbereitet dafür. Lag, es laggt zurzeit so sehr, es ist der Wahnsinn. That's so unbelievable, guys.
So. die Decke ist ja eigentlich nur ein Stick. Weil direkt über den Sandstein kommt Sand. Und das heißt, wie soll ich denn da bitte irgendwie Redstone verlegen? Das heißt, ich werde hier gleich nochmal um ein paar Treppenstufen nach unten gehen. Somit können wir wenigstens nochmal zwei Blöcke gut machen. Und das müsste eigentlich reichen, wenn wir auch mit der Decke zwei nach unten gehen, oder zumindest um eins. Dann hätte ich genug Platz fürs Redstone. Ich denke, das dürfte dann so möglich sein, dass wir das dann trotzdem ganz gut hinbekommen. Was für mich natürlich jetzt heißt, dass ich da erstmal wieder viel umbauen muss. Erstmal also abreißen, neue Boden und die Wände ein bisschen vergrößern. Die Decke werde ich nicht nochmal abreißen und irgendwie an einen Stein hinsetzen oder so. Ich glaube, ich habe genug Sandstein. Ansonsten holen wir uns nochmal schnell was, weil das geht schnell aus, das wird alles abzureißen. Genau. Also wir sehen uns, wenn ich das hier mal soweit habe. Bis gleich. So. Ja, das ist wirklich unglaublich. Aber ja, so sieht es momentan von unten aus. Ja, momentan noch ganz normal angeschlossen, nur durch die Druckplatten, noch keine Speicherzelle oder eben noch mein Flackerlicht da. Deswegen noch bis jetzt so. Ich werde den Raum aber ohnehin nochmal umbauen. Denn ich möchte das Ganze nämlich so machen, dass ich hier quasi diesen Raum oben eigentlich bis hierher, wie er jetzt ist, so quasi nochmal in diese Richtung kopiere. Bis jetzt hatte ich aber keine Möglichkeit dazu, denn mein Grundstück war ja quasi so dreieckig oder sechseckig oder wie auch immer man. Quasi hier war so ein Endpunkt, aber ich habe mir das noch dazu gekauft. Denn Messer war gerade da oder ist noch da. Draußen steht sie gerade rum. Ist gerade AFK gegangen und habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal kurz mir die Zeit. Und da oben, glaube ich, fliegt sie irgendwo. Genau. Hallo Messer. Winky, winky. Also sie hat sich bewegt. Ah, ich glaube, das ist nur ein Bug. Ja. Und ja, mir gehört jetzt das komplette Grundstück hier auch noch. Also seht ihr, ich kann hier bauen. Das heißt, ich habe jetzt ein 80x80 Grundstück. Ein Riesenteil. Das geht eben von da hinten los. Bis. Da brauchen wir jetzt dann schon bald eine Speed Potion hier. Das ist ja Wahnsinn. Sonst kommen wir ja gar nicht vom Fleck. bis mein Grundstück endet hier hinten. Und zwar genau hier. Hier kann ich noch bauen. Das heißt, das alles gehört mir. So rüber 80, so rüber 80. Die Diagonale könnt ihr euch selber ausrechnen. Ah. Ja, aber das ist eigentlich schon ein beträchtliches Grundstück. Wieder 8000 hat mich das gekostet. Pro Block quasi 5 Timoleons kostet das Ganze zu erweitern. Das hat mir allein dieses Grundstück hier hinten quasi 16.000 gekostet. Naja. Ich hab's ja jetzt zwar nicht mehr so, aber da gibt's eine ne nette Abhilfe, die nennt sich Spawn. Und zack. Schon geht's uns wieder besser. Ja, können wir gleich mal wieder nachschauen. Hier Money, oder? Zack, Kontostand an. Immer noch im grünen Bereich, also immer noch 10.000. Über 10.000, 11.000, ein paar zerquetschte. Da passt das alles wunderbar, oder? Siehst du auch so. Wunderbar. Dann gehen wir wieder zurück. Um 2. Genau. Und ja, ich denke definitiv, dass wir jetzt, nachdem wir hier ein so riesengroßes Grundstück haben, denke ich auf jeden Fall, dass wir das Haus ja, begraben werden, dem Erdboden gleich machen werden, wie auch immer, und hier eine schöne fette Villa hinbauen werden. Ich habe auch schon ein paar richtig coole Ideen. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir das quasi hier bauen, werde ich das ein bisschen off-camera checken, und zwar in dem, ja, in dieser Welt, quasi in der Kreativwelt hier auf dem Server. Da werde ich da ein paar Versuche starten, das Haus zu bauen und dann quasi hier so in etwa nachbauen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall, also der Keller und so wird dann natürlich alles gleich bleiben und so. Der Keller ist ja eigentlich im Prinzip mein Hauptbereich. Und deswegen wird eigentlich nur das Haus quasi als Dekoration gelten und dann halt viel Landschaftsgemache und so sein. Und eben hier ein Weg rüber, dann zum
dem Strand und vielleicht hier im Boot noch irgendwo hinsetzen und so weiter und so fort. Also das kommt alles noch, aber da brauchen wir wohl noch ein, zwei Folgen, bis wir überhaupt damit beginnen können. Momentan bin ich hier noch eben gerade am einen Teil, ja, so weit zu machen. Ich möchte euch bloß zeigen, wie ich das Ganze hier mache. Und zwar habe ich quasi hier darunter sind jeweils die Redstone Lamps. Wir können mal kurz hier eins runtergehen. Genau, die ist quasi hier hinten, seht ihr es auch, überall so verkabelt. Und damit ich da, weil das nämlich alles Half-Slabs sind, Upside-Down-Half-Slabs, und damit ich nicht diesen Lichtglitch-Bug, wie auch immer, habe, musste ich quasi alles, hier ist ja ohnehin der Sand erhöht, habe ich Cobblestone nehmen können, aber überall sonst bräuchte ich entweder Fackeln oder Redstone Dust oder Repeater oder eben Zäune. Und normalerweise macht man sowas immer mit Fackeln, aber da ich nicht wollte, dass quasi natürliches Licht oder permanent Licht durchscheint, habe ich mir gedacht, nehmen wir Zäune. Funktioniert genauso gut. Mit der Ausnahme, dass man, glaube ich. Also nee, das war ja mal. Ist ja schon lange nicht mehr dran. Dass man dann leicht erhöht geht. Und somit kann ich quasi alles permanent oder permanent ganz einfach und simpel zubauen. Sieht keiner was. Hier habe ich mittlerweile noch ein Crafting Table eingebaut. Und ja, dann schauen wir nochmal runter. Einmal kurz hier durch. Denn ja, ich werde dann eben auch das eine Haus eben hier komplett abreißen und somit kommen dann auch die ganzen Öfen weg und so. Und deswegen habe ich auch gedacht, das Messer hat mir auch mit dem ganzen Gedanken, ist Messer sehr stark damit vernetzt. Ja. Hier quasi diesen Vorraum als Ofenraum zu benutzen, da habe ich auch schon ein paar sehr geile Ideen, die ich unter anderem mir sehr gut vorstellen kann, sie einzubauen. Und dann quasi hier vorne einen vier breiten Gang, vielleicht auch fünf, eine Treppe quasi runter zu machen und dann quasi das hier wieder weg. Durch, wo man dann quasi hier schön mittig rauskommt. Und dann mache ich es entweder so, dass man geradeaus weitergeht und hier dann ein fetter Potion-Raum nochmal extra geradeaus weitergeht. Und links und rechts die ganzen Kisten, Truhen, ja, also das komplette Lager ist quasi. Wie gesagt, das werde ich aber erst designen, wenn 1.4 heraus ist. Denn ich möchte es, wie gesagt, mit diesem Item-Frame machen und da möchte ich, ja, dass das Ganze ganz gut und ganz cool vor allem raussieht und rüberkommt. Und warum auch immer jetzt der Lichtbug da ist. Weiß ich jetzt nicht ganz. Ich habe doch hier alles freigelassen. Ach, man braucht trotzdem die Fackeln irgendwie. Ah, scheiße. Ich dachte, man braucht die Fackeln dann gar nicht. Ja, na toll. Dann hätte ich mir das mit den Zäunen sparen können. Gut, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Ach, jetzt kann ich hier nichts mehr hinbauen. So. Ja, dann muss ich das eben noch so manuell noch ein bisschen nachbessern, aber geht eigentlich ganz gut soweit. So, kommst du her? Genau. Gehen wir nochmal hier rüber. Genau. Und jetzt flackt der Half-Slab natürlich nach oben. Ist ja wieder typisch hier. Hier. Ach ne, hier lassen wir es mal dabei, weil wenn wir den Raum eh noch vergrößern, dann ist es ja egal. Dann geben wir uns mal noch kurz ein paar Sandsteine. Daraus machen wir dann Half-Slabs. Genau. So sieht es jetzt aus. Momentan noch. Machen wir mal die ganzen Fackeln weg. Ich habe mir überlegt, den schwarzen Rand außenrum stehen zu lassen. Genau, stimmt schon. Einerseits finde ich es ganz cool. Sieht ganz gut aus. Ist nochmal ein kleines extra Detail. Und notfalls wird es ja sowieso irgendwann mal geupdatet. Spätestens 1.5, glaube ich. Kommt ja das Update dazu. Und dann passt das sowieso. Das sieht natürlich jetzt auch mega krass aus. Aber hat was. Und ja, sonst ist es halt an. Und ich denke, die Beleuchtung passt auf jeden Fall sehr gut so. Genau. Gefällt mir.
Gut, dann würde ich sagen, werde ich da ein bisschen ja, so weiterarbeiten. Off Camera. Und wir sehen uns dann, glaube ich, beim nächsten Mal wieder. Denn ich glaube, die Folge dürfte auch eigentlich schon eine recht solide Zeit erreicht haben. Und bevor wir hier noch in Schmarrn reinkommen, lassen wir es lieber. Beim nächsten Mal schauen wir vielleicht schon wegen dem Haus, denn das möchte ich schon auch demnächst bald mal angehen. Und ja, also wichtig ist vorerst eigentlich mal der Raum da unten nicht so sehr, weil ja ohnehin bis zum, wann kommt's raus? 24. Ja, 24. Oktober. Also 22 Tage haben wir noch Zeit, quasi bis das 1.4 raus ist und bis dann der Server noch geupdatet ist, dauert es mit Sicherheit auch noch eine Woche. Ja. Da werden wir dann schon noch genug Zeit dafür haben. Genau. Ich hoffe, es hat euch diese Folge gefallen, wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch, ja, in diesem Fall eine gute Nacht. bis zum nächsten Mal. Euer Hungrebscreme verabschiedet sich im, ja, Messer meint mit Sicherheit das Gleiche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaußen.